So, in diesem Sinne. Ja. Prost. Erste Pressekonferenz E3. Prost Mahlzeit, Bernie. Prost Mahlzeit, Publikum. Ja. EA-Pressekonferenz heute, oder? Schauen wir sie an. EA Play. EA Play. Dass es nicht fad wird. Und der lieber Herr Andrew Wilson wird uns hoffentlich ein paar geile Spiele zeigen. Mhm. Wobei davon auszugehen ist, dass es die üblichen Verdächtigen wären. Ja, natürlich. FIFA, NFL, Madden im amerikanischen Raum und ja, dank Star Wars Lizenz und Star Wars 40 Jahresfeier dieses Jahr wird wahrscheinlich da ein großes Fokus drauf liegen. Battlefront. Oh ja, da genau. Da sieht man es eh schon auf der Man sieht es da schon auf dem Ding. Erstmals in der Rolle der Bösen, nämlich. Echt? Das habe ich nicht gekriegt. Ja, man spielt als weibliche Stormtrooperin. Als weibliche Stormtrooperin. Ja. Das Lustige ist ja, dass es noch vor Jahren ganz anders war. Also jetzt müssen wir einen kurzen Schwenk machen zu Ubisoft, weil du es gerade erwähnt hast. Die haben ja noch vor 2 Assassin's Creed-Teilen behauptet, man könne keine weiblichen Protagonistinnen machen, weil das für die Animation viel zu schwer wäre. Hashtag Boobie-Physics oder was? Ja, so ungefähr. Und dann ist eben EA gekommen und hat seine FIFA präsentiert mit den ersten weiblichen Fußballmannschaften und so in your face, Bitches, ungefähr. Und ja, mittlerweile macht es ja jeder. Das letzte lebende Beispiel war für mich ARMS, wo es mehr weibliche Kämpferinnen gibt als männliche in Wahrheit. Und auch noch ein paar Androgynen mit reingemischt. Also das ist überhaupt diverse par excellence quasi. So muss das sein, so muss das sein. Da werden wir wohl heute auch wieder einiges sehen, nebst einer, wie gesagt, weiblichen Protagonistin in Battlefront 2. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es ist ja von Visceral Games, glaube ich, auch noch irgendwas angesprochen gewesen. Kannst du das heute schon sagen, das Visceral Star Wars Game? Wie gesagt, 40 Jahre Star Wars dieses Jahr. Ja. Star Wars ist großes Ding bei EA. Ich glaube schon, dass da irgendwas gezeigt wird. Du hast schon recht, also die Zeit wäre grundsätzlich reif dafür. Es wird sich anbieten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe so stark. Visceral, weiß man, die haben dunkle Settings und so drauf, Dead Space und so weiter und so fort. Ich habe damals wirklich fast ein bisschen geweint, wie Star Wars 1313 eingestampft worden ist. Ich hoffe so stark, dass sie das irgendwie, meinetwegen nennen sie es 1314 oder was der Teufel was. Aber es soll bitchen dieses Game kommen, das war echt oder super. Oder sie nehmen zumindest Passagen aus dem 1313 raus, wo es da eben mit den Kopfgeldjägern spielst und sie natürlich so abstürzendes Raumschiff durchkämpfst. Das hat ja schon richtig geil ausgeschaut. Ein richtig geiles Story-based Star Wars Game, das wäre wirklich geil. Weil, man, sagen wir es ehrlich, Jedi Knight war schon ein ganz großes Kino damals. Mhm. Zeitweit voraus und ja. Auf jeden Fall haben die ja, glaube ich, sogar Story-Autoren und Schreiberinnen von The Last of Us abgeworben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, den Namen vergessen, aber die hat Story-Writing schon grundsätzlich drauf und das kann ja bei einem Star-Wars-Spiel nicht verkehrt sein, wenn man so jemanden hat, der da beiträgt dazu. Fix nicht. M für Mature. Oh ja, Mature. Zwei dumme Eingedanke, aber wir führen das jetzt nicht weiter aus. Was hältst du eigentlich von Kylo Ren? Auf jeden Fall ein relativ großer Fokus. Kylo Ren, ja, was soll ich davon halten? Es ist kein Darth Vader Abklatsch, wie ursprünglich mal zu befürchten war. Es ist halt so ein zerrissener. Fast schon Emo, ja. Emo-Bösewicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kick it! Ist das jetzt die Blue Man Group oder was? Das ist irgendeine NFL Blue Man Group. What the deuce? Das wird wahrscheinlich der neue Hauptdarsteller von FIFA werden, oder? Wer? Der Typ? Singleplayer-Kampagne FIFA. Also wir sind ja nach wie vor beim Madden. Ja, dann kriegen die jetzt wahrscheinlich auch eine Singleplayer-Kampagne. So im Stile von dem Hunt-Typen da, der bei FIFA letztes Jahr die große Hauptrolle gespielt hat. Hunt, ja. Nicht Ethan Hunt, sondern der andere Hunt, der... Ach mein Gott, frag mich nicht, wie der im Vornamen geheißen hat. Du, ich habe keine Ahnung von Fußball. Hast du Battlefield eigentlich... Hast du das jemals wirklich gezockt? So? Ja, die Singleplayer-Kampagne hier und da. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen... lustigerweise, das einzige Mal, dass ich Battlefield gespielt habe, das war es 1942 damals eben, wie es rauskommen ist, eben das allererste.
Ich habe dieses Polizei-Battlefield habe ich getestet für den Blog. Also dieses, wie hat es geheißen? Der Siegesmund. Der Siegesmund ist schon ein Maskottchen für Dingsbums. Hey, da schau an. So we're bringing more ways for you to play. First, Nightmap's debut this summer. In Neville Knights and Prise de Tahir. Nightmaps, woo! Wow. Ja, beeindruckend. Wow, da muss ich gleich auf mein Smartphone schauen. Die Frostbite Engine kann auch das Licht abdrehen. Wer hätte das gedacht? Krasser Scheiß, oder? 6 new maps, the Russian Army, including the mighty Hussar Cavalry, new vehicles and weapons to expand your arsenal. Wenn die Russen kommen. Hey Gott. Ich meine, der Russ an sich ist auch ein netter Mensch. Ja. Habe im Keller. Hey Gott. Tut das Not, dass die hier so vor sich rumoxidieren. Tut es not, dass das Battlefield so teuer ist. Also, okay, also die Preispolitik von EA ist, was DLCs angeht, wirklich zu speiben, Alter. We've heard you. You want a smaller, tighter experience. Tight! So tight. Battlefield ist so tight, Alter. Eine tighter, Alter. Tightere Experience. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Dingsbums. Hast du Crank gesehen? Ja klar, haben Crank. Du hast das letzte Mal teilt, als ich dein Bruder in der Grundschule ge- Piep! Hat. Königseck. Das sagt sogar mir was. Mhm. Na, aber ganz ehrlich, ich merke mehr und mehr, EA kann mir echt im Buckel runterrutschen. Weil ich kann mit Autos nichts anfangen, Sport ist mir wurscht. Also solange sie gerade irgendein neues Mass Effect auf den Markt bringen, das irgendwie, keine Ahnung, mehr als mediocre ist. Na, schauen wir mal, vielleicht kommt dann im BioWare-Block noch was für deinen Geschmack, oder? Aber grafisch ist es schon ganz fein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich da den LKW ausräumen. Also das ist jetzt sozusagen Need for Speed mit einer Prise Fast and the Furious. Eine Prise? Es ist Fast eine and the Prise Furious. So? Fast and Furious, die Do-It-Yourself Edition. Ja, genau, so in ungefähr. Ohne Rock. Naja, warts ab. Dwayne The Rock Johnson ist sexiest man alive, gell? Ah, echt, oder was? Ah, fix, Alter, bist du Depper, das habe ich auch nicht gewusst. Sag niemals, da kommt nicht Dwayne The Rock Johnson vor, ehe du den Trailer nicht bis zum Ende gesehen hast. Buh, die nächste fette Zeitlupe und da kommt... Ah, das ist der Königseck. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, das taugt man ja sogar. Ich glaube, das kann man ja sogar anschauen. Ja, gut, es wird halt... Aber lustigerweise, ich habe ja nie Fast and... Weißt du, ich habe nie Fast and the Furious geschaut. Ich habe den allerersten Fast and Furious... Mein Gott, diese Porno-Zeitlupen, oder? Alter, muss ja sein, oder? Was sehen wir da eigentlich gerade? Co-op-Adventure sehen wir da. Ah, das ist ja so Prison Break-mäßig, oder was? Hast du Prison Break eigentlich gesehen? Ja, aber offensichtlich muss man Schulter an Schulter Wände hochklettern. Good, I'll go first. You okay? The comic relief. Spielt offensichtlich irgendwo in den 60ern oder 70er Jahren das Ganze. Schaut aber nicht unlustig aus, muss man ausnahmsweise sagen. Die starke afroamerikanische Frau kommt auch vor. Foxy Brown lässt grüßen. Und Slow-Mo. Sei froh, dass er kein Superhero-Landing hinlegt, Mann. Ja, das kommt noch, du. Ich hab schon so A Way Out. Ein Slow-Mo-Komplex. Ist das überhaupt ein Indie-Game? Ich glaube schon. Weil schaut es gar scheinbar nicht so Indie aus. Ja, das sowieso nicht. Ich meine, sagen wir es ehrlich, ich habe das nie ganz verstanden. Was heißt jetzt das eigentlich? Fast jeder große Publisher hat jetzt schon irgendwelche Indie-Entwickler. Also wo ist da eigentlich noch das Indie im Indie? Ja, das ist ungefähr so. Indie! Punkrock, das ist halt irgendwann kommerzialisiert worden und dann war es für die echten Punkrocker nicht mehr cool. Und ungefähr so wird es halt jetzt mit Indie sein, oder? Ja, schon irgendwie, oder? Weil sagen wir ehrlich, irgendwie so... Ich weiß nicht, wenn EA mir Indie-Games verkauft oder Microsoft mir Indie-Games verkauft. It's not the real deal. Das ist irgendwie so. Hä? What? Ja, wenn es steigt. Ja, aber man muss jetzt ausnahmsweise sagen, es schaut gar nicht mehr so verkehrt aus. Ja, es hat so ein bisschen was von
GTA, Schmalspur GTA. GTA, na jetzt aber bitte. Ja, so mit der Schulterperspektive da. Und den also, wegen Schulterperspektive daraus ein GTA machen ist ein bisschen... Ja, und der eine Typ mit der großen Nase schaut irgendwie so ein bisschen aus wie der Trevor. Trevor, danke. Okay, gut. Finde ich jetzt trotzdem ein bisschen gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, eh, gell? Aber grafisch ist es echt nicht so verkehrt. Mein Gott, komm, schau, die haben eine Open World, die haben Action-Sequenzen. Die haben zwei Typen, die aus dem Knast ausbrechen. Das ist doch der volle GTA-Rip-Off, wenn du mich fragst. Warum? Von der Open World merkst du gar nichts. Ja, das schaut irgendwie so Rockstar-mäßig aus. Na. Doch. Na. Ich sag schon. Na. Okay, wir sind das erste Mal uneins. Okay. Wir sind Seed. Und das ist unser Gebiet. Singen der Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Seed, boom. Wenn sich der Nebel verschiebt, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. Wir reiten weit wie die Heideretter, sind wundersen Meilen breiter. Der Gaul ist der Rhythm und Jolly Jumper, die leider weiter nach oben geht's, Freunde. Und zwar auf der Beinarbeiter, die alle Tour de Force sind wieder reitende Reisebegleiter. Der liebe Jungs. Wow! Prost, Mann! Bernie, geht ja. Ich weiß gar nicht, was es da geht. Project Scorpio incoming. Was? Echt? Wo? Ja, hat gerade was von Project Scorpio Dev Kids gesagt. Ui. Und jetzt zeigen sie wohl 4K-Grafik aus Madden NFL und so. Trailers. BioWare. Frostbite. Damit haben sie in Mass Effect Andromeda so gut umgekinnert. Okay, schaut noch leicht im Endzeit-Setting aus. Ja, ich würde mal sagen Fallout 5, hä? Hä? Fragezeichen? Könnte ja sein. Bernie, ich glaube, du hast wirklich zu viel getrunken. Nur weil BioWare auch mit B beginnt, heißt nicht, dass Bethesda ist. Und dass jetzt Fallout 5 kommt. Ja, aber gut, ein wannabe Fallout 5 halt. Alter. Anthem. Okay, dann. Ah, okay, bei der Xbox. Oder wie? Ja, natürlich. Jetzt müssen wir da aufs Microsoft... Oh, und jetzt kommt wieder NBA. Ach, komm, geh doch ham. Ja, NBA, toll. Das neueste Feature, man kann jetzt die Zeit zurückspulen. Ah, okay, das heißt, wenn dein erster Wurf auf dem Korb nix geworden ist, dann hast du noch 5 andere, oder was? Throughout your journey, your on-court performance leads to increased skills and new gear. Okay. Schau mal, nein! Das Basketball-Rollenspiel. Das Basketball-Rollenspiel. Nike-Foot-Items. Hab ich 9 Nike Air gelootet, Alter. 5 auf Strength und 3 auf Dexterity. Erinnert mich an Deichkind. Kleine Kinderhände, nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneaker, leider geil. Es fasziniert mich ja schon ein bisschen. Ich meine, jetzt machen sie wirklich scheinbar RPG ist jetzt everywhere. Mir würde interessieren, ob die Dinge dann auch so in Rar, Epic und Legendaries unterteilt werden. Also wie. Ja, natürlich, weißt du, schaut ein legendäres Basketball-Leiberl aus? Das hat goldenen Swag, Alter. Swag. A story that delivers new perspectives and enables us to play as some of our favorite Star Wars characters while also introducing new ones. And just like Rogue One tells an essential Star Wars story ahead of A New Hope, Star Wars Battlefront 2 will tell a new Star Wars story that helps bridge the gap between Return of the Jedi and The Force Awakens. Ah, really? Okay. Irgendwie ist so das momentane Credo in Sachen Star Wars immer Brücken schlagen zwischen aber neue Trilogie, nicht ganz, alte Trilogie, bla, Prequel, sonst wenn irgendwas. Wenn das Ding die Gap zwischen Return of the Jedi und The Force Awakens schließt, was macht dann Darth Maul da drin? Der ist doch längst tot. Komischen Drones. Roger. Ja, genau. Roger. Wie wir auf jeden Fall einen Gungan spielen können. Misa, Fred, you! Very bad! Misa, make a headshot! Damit bist du auf jeden Fall im Multiplayer total overpowered. Aber fix. Ja, jeder der Fallout. Und es gibt Dogfights im Weltraum. Mit dem Millennium Falcon. Danke!
Jawohl. Danke, warum nicht gleich? Okay. Shut up and take my money. Ja, aber wirklich wahr. Was haben wir da jetzt Schönes? Galaxy of Heroes. Ja. Das Star Wars Mobile Game. Oh, God, come on. Und Sound haben wir auch keinen dazu. Na, du merkst schon mal, wie großartig das Game wohl wird. Es gibt Kylo Ren drin. Wir können ja mal mitkommentieren, weil es keinen Sound gibt. Ah, okay. Es ist ein Star Wars Mobile Game. Ah, jetzt gibt's Sound! Woohoo! Download for free, yeah, the App Store, for free. And Google Play. Boo, EA. Boo! Warum machen sie das? Ich meine, es ist E3, hallo. E3 ist was für Core-Gamer, ihr Idioten. Und für gescheite, fette Konsolen, ja.